Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Last of Us 2. Wir gehen jetzt in das Gericht, in den Gerichtssaal, beziehungsweise ins Parkhaus davon. Und versuchen da unser Glück Benzin zu finden. Da würde es runtergehen zum Parkhaus. Lass erstmal gucken gehen. Oh, was haben wir denn da, Alter? Was ist das denn? Das sieht ja komisch aus. Okay, lass mal absteigen. Mal gucken gehen. Einfach rein oder was? Kein Problem. Ach, kann auch klappen. Vielleicht hier runter. Oh ne. Hier auf keinen Fall. Hörst du das? Ich höre es. Infizierte. Das kommt aus dem Gerichtsgebäude. Oh nö. Das wird richtig übel, oder? Yep. Zumindest sind wir bereit. Das wird übel. Kommen wir denn da rein? Vielleicht hier? Wie viel Schuss habe ich eigentlich mit einer Schrotflinte? 2. Und meiner. Oh, Backe, Alter, das wird übel. Ich habe ja gerade in der Bank schon so viel verschossen. Das sieht gut aus. Ich brauche unbedingt Munition. Sonst sind wir gefickt. Und zwar richtig hardcore. Kommen wir hier rein? Ja. Hier kommen wir rein. Alter. Das war laut. Danke. Oh Mann, Alter. Nicht rausgehen. Oh oh. Bleib hier. Wo ist er denn jetzt? Mann. Wieder drin. Alles klar. Haben wir den schon mal. Da ist hier einer. Okay. Wir sind 2. Leise.
Oh, da ist noch einer. Jetzt läuft's gut. Mann, der Runner geht mir auf den Sack gerade, der hört es doch. Oh. So ist gut. Nein. Mann. Wie mache ich das jetzt am besten? Ich töte den. In der Hoffnung. Dass er wegbleibt. Schnell. Das war gut. Ist nur noch er. Mann, halt doch mal die Fresse, Alter. So. Alter, das war knapp, ey. Okay. Ist noch Runner da? Mal schauen, wo. Wo denn? Gehen wir nochmal zurück. Wo hat die mich denn jetzt gesehen, Alter? Da drüben im Raum. Yep. Okay. Den haben wir. Das ist jetzt ganz gut gelaufen eigentlich. Ich hoffe. Huh, das ist erstaunlich gut gelaufen, ey. Bestimmt cool. Du setzt dich hin, siehst dir Beweise an, versuchst rauszufinden, ob einer lügt. Gib mir nur 5 Minuten und mein Messer. Ich sag dir, ob jemand lügt oder nicht. Wow, okay. Ehrlich, ist ja kurz angebunden. Jo, wir werden da gleich rein müssen. Das ist es noch nicht gewesen. Das ist eins, was sicher ist. Okay. Gehen wir mal hier lang. Hey, hilf mir mal. Komm mal. Und drücken. Das war laut. Schon mal in einem Gericht? Nein. Willst du mir erzählen, dass du in Boston nie Ärger hattest? Oh, ich hatte Ärger. Lass mal kurz hochgehen. Okay. Ja, du warst ja damals auch erst 14 oder sowas. Was weißt du da auch vor Gericht? Vor Gericht. Dann kann ich mir endlich eine coole Nahkampfwaffe machen. Dafür bräuchte ich erstmal eine.
Das wundert mich eigentlich immer. Im ersten Teil hatte ich immer eine Nahkampfwaffe. In dem Teil ist wohl alles anders. Wirklich alles. Hier haben wir noch was. Nö, nur Akten. Hier ist was echt Übles passiert. Das Parkhaus. Das Benzin ist da drin, oder? So stand es auf dem Zettel. Dann lass uns da runtergehen. Level 3 ist Magistrate Office, Probation Office, Level 2 ist General District Courtroom. Da waren wir wahrscheinlich gerade, oder? Judge Salazar's Office, Ordney Study, Level 1 ist Lobby und Bailiff Office. Basement ist die Parking Garage, müssen also ein Keller. Warum immer Keller? Alter, was? Junge, die sind ja bis auf die Knochen. Oh, hier ist ein Brief. Benny. Die WLF gewinnt. Die Stadt kann jetzt jeden Tag fallen. Und wenn du Feltra nicht verlässt, kann ich dich nicht mehr schützen. Bis vor kurzem konnte ich beinahe verstehen, warum du noch bei denen bist. Aber nach dem Marktmassaker am Donnerstag begreife ich nicht mehr, wie du uns allen Ernstes fehlgeleitete Mörder nennen kannst. Diese Leute wollen nur etwas zu essen für ihre Familien. Und seit heute werden Leute wegen Volksverhetzung ausgewiesen. Das ist ein Todesurteil. Hör zu, du hast noch Zeit. Ich werde für dich bürgen. Triff mich am Freitag um 2 Uhr am Rusten Café allein. Bitte komm, ich weiß, dass es beängstigend ist, aber es ist der einzige Weg. Deine Freundin Sandra, whatever. Was haben wir hier drin? Verschlossen, schade. Dann halt so. Nee, so. Was haben wir hier? Jawohl. Voll geil, dass die Stühle sich bewegen, wenn man dagegen läuft. Was haben wir hier? Nope. Jason Patterson, Emma Patterson for Acts of Terrorism and Sedition. Isaac Dixon, Marcus Wilson, Luis Sanchez. Kenne ich alle nicht. Glaube ich, oder? Wüsste ich jetzt nicht. An der Tafel steht wieder irgendwas mit einem Code. Hier ist noch ein Brief. Bekannte WLF-Agitatoren. Die folgenden Personen sind unsere wichtigsten Ziele bei allen Antiterror-Operationen. Marcus Wilson ist nicht durchgestrichen. Die anderen schon sind wahrscheinlich schon tot. Oder verhaftet, whatever. Die Pattersons und Chances sind tot. Dixon ist nachgerückt. Er ist jetzt unsere wichtigste Zielperson, Sergeant Ward. Dixon, okay. Was haben wir hier? Erinnerung: Alle von Verdächtigen konfizierten Gegenstände müssen im Büro weggeschlossen werden. Sorry, musste kurz husten. Der Code ist 860722. Hallo. Da ist noch was weggefallen. Nur für Dienstgebrauch. Federal Disaster Response Agency. Sie waren der WLF unterlegen und wollten fliehen. Man braucht nicht viele, wenn man so brutal ist. Wir müssen vorsichtig sein.
Okay, Jesse. Jesse, what? Code ist 86072. Wo werden die denn weggesperrt? Hier? Ah. 86 07 22. Gibt es was Neues? Nee. Ich mach mal noch einen Medikit. Hier kann ich was Neues. Ich könnte schnellere Medikits. Oder? Ne, dann machen wir schnellere Medikits. Sehr gut. Tagebuch. Noch was Neues? Nee. Jean, Joels Uhr. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Warte, hier ist noch was. Fast Alkohol übersehen, ey. Unfassbar. So. Ja, das heißt, wir müssen jetzt die Aufzüge runterspringen. Boah, ey, ist das. Ich hasse es echt. Warum, The Last of Us? Warum? Und jetzt? Könnte klappen. Ja, ich weiß, dass wir die Aufzüge runter müssen. Habe ich wieder zu lang gebraucht. Tut mir leid. Okay. Dann gehen wir halt runter. Könnt ihr euch noch an die Szene mit den Aufzügen aus dem letzten Teil erinnern, wo Joel dann irgendwie 80 Meter runtergefallen ist? Nö, jetzt müssen wir springen, wa? Oh Mann, kommst du auch? Nein? Ah! What the fuck? Das stimmt mit dir nicht. Das sind bestimmt 5 Meter oder so. Sie springt einfach runter. Alter. What the fuck? Hier ist Wasser. Komm. Boah, das war scheiße. Hi. Oh Gott, she's a fucking hell. Scheiße. Das war fail. Das war richtig fail. Oh Mann, verpiss dich, du Dumme! Mann! Da hinten kommen die raus. Ah, Mann! Oh, 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 oh. Da ist irgendwo ein... Nee!
Junge, wie schnell ist sie? Mach sie tot, mach sie tot! Alter! Scheiße. Ich glaube, das war's jetzt. Die Fetcher-Typen sind nie aus dem Parkhaus rausgekommen. Verdammt. Suchen wir das Benzin. Ich hab keine Munition mehr! Scheiße! Okay. Sieht das Ganze auch wieder besser aus. Digga, das ist ja mal absolut Cancer gewesen gerade. Okay. Da ist Benzin. Meine Fresse. Und? Warte. Wir haben Benzin. Oh. Schreiß bloß nicht. Ich finde es auch voll geil, die Zeilen. Das. Wie kommen wir jetzt hier raus? Voll geil, die Zeilen, dass von dem Benzinkanister das Ding rausguckt. Mega nice. Der Schnorchel. Kommen wir hier raus? Ja, hier kommen wir raus. Ich komme. Komm schon. Uff, uff, uff. Okay, lass los. Gut gemacht, Babe. Danke. Babe? Könnte noch dauern, bis wir Abby und ihre Freunde finden. Vielleicht sollten wir uns vorher noch ein paar Vorräte besorgen. Gute Idee. Wait, woher wissen die denn, wie sie heißt? Abby. Ah, vielleicht von Tommy. Vorräte sollten wir noch besorgen. Das Geld ist da. Da war die Bank. Das war alles Trümmer. Wir sind da oben. Ist das hier nebenan? Ah ne, klar, hier direkt gegenüber war ja noch was. Houston Coffee. Müssen wir mal wieder hier einen auf. Ach, da mache ich sie halt so kaputt. Was haben wir hier? Oh, hier ist ganz viel. Ganz viel Shit. Muni. War Joel nicht verrückt nach Kaffee? Machst du Witze? Er hätte fast alles für ein paar Bohnen gegeben. Schmeckt wie verbrannte Scheiße. Danke. Was für Kenner von wegen. Ich mag tatsächlich auch keinen Kaffee, aber verbrannte Scheiße ist es jetzt nicht. So, was haben wir hier? Der wollte wahrscheinlich abhauen. Hey Davis, suche in unserem alten WLF-Versteck nach Vorräten. Es ist vermutlich ziemlich sinnlos, aber jedes bisschen hilft. Nimm mit, was du kannst und komm dann in die Cerevena. Und mach dir keine Gedanken wegen Benzin, wir kümmern uns darum, Mike. Okay. Hier haben wir alles leer. Nee. Muss ich mir erst mal dran gewöhnen, dass ich hier auch Scheiben kaputt schlagen kann, um an Sachen zu kommen. Auch voll klug, weil so ein ganzer Behälter Pillen, da leben noch eine einzige. Das sind die Toiletten.
Ah, ich hab's gewusst, du... Bad. Alter, ich hab's gewusst, Mann. Alter. Kommen die bloß überall rein? Keine Ahnung, aber ich hasse das. Jumpscare des Todes, ey. Holy shit. Marco? Markus steht drauf. 900. Wo ist der? Keine Ahnung. Schauen wir uns mal um. Sehen wir doch mal nach. 900 Marion and 60. Okay. Was haben wir noch? Da. Okay. Wir sind anscheinend noch nicht fertig. Aber hoch kann man ja nicht, oder? Ah. Sehr gut. Was ist das hier dann schon? Hier ist noch was. Ich glaube, sonst haben wir hier alles. Ich glaube, da waren wir schon. So, dann mal gucken, was Ellie gezeichnet hat. Jo, wir sind da durch. Das heißt, wir fahren jetzt hier wieder geradeaus und dann die nächste rechts. Wait, hier lang dann? Nee. Ja, oder so. Hier lang und dann... Vorwärts, Schimmer. Dann links. Wie geht's dir da hinten? Hast du Heimweh? Ein bisschen. Und du? Ich auch. Ich vermisse ein Dach über dem Kopf. Weißt du, ich habe immer von einer Farm geträumt. Etwas außerhalb von Jackson. Was hast du gegen die Stadt? Ich weiß nicht. Mir gefällt der Gedanke, Platz zu haben. Klingt einsam. Nur wenn man es alleine macht. Okay. Dann werden wir also Schafe züchten und Kühe melken? Machst du dich lustig über mich? Nein. Das klingt eigentlich ziemlich schön. Wirklich? Ja, wirklich. Ach, schon wieder voll, ey. So. Oh, was haben wir denn hier? Galvin, Derek hatte letzte Woche Probleme mit einem kaputten Fenster und er hätte sein verdammtes Bein verloren. I made an old man. I said, tell me your story. He took out an old pen. And wrote something for me. He kept walking on down the road, and I watched him disappear like smoke. And I thought I'd just seen a ghost. Then I looked down at what he wrote. I said, son, when you grow up, you'll be fine.
now you've got questions on your mind. Life is gonna happen one way or the other, whether you like it or not. Stop looking for the answers and you'll find what you've got. Story.